Hoffentlich gibt's auf der Mühlenweide am Rhein nicht diese Probleme in Duisburg-Ruhrort, denn da kampieren zurzeit 100 Jugendliche. Das sind die Teilnehmer des Jugendkulturcamps und die kommen zum Beispiel aus Perm in Russland oder aus Portsmouth in England, also aus den Duisburger Partnerstädten. Hier bei uns arbeiten sie jetzt an einem Theaterstück, Oberthema Utopia. Jeden Abend werden die Ergebnisse des Tages präsentiert und das wollte sich meine Kollegin Jessica Westen nicht entgehen lassen. Jessica, was wird denn da gerade gezeigt? Ja, Marc, momentan präsentiert gerade die Tanzgruppe ihr Zwischenergebnis sozusagen. 5 Tage lang haben die hier im Camp schon geübt und das ist jetzt momentan das, was bisher dabei rausgekommen ist. Das große Oberthema, das ist Utopia, also sprich, es geht um Visionen für die Zukunft. Und die Gruppe, die hat sich jetzt ganz speziell nochmal mit dem Thema zwischenmenschliche Beziehungen beschäftigt. Das ist natürlich auch hier in diesem internationalen Camp ein ganz großes Thema. Und um so einen kleinen Eindruck zu bekommen, schauen wir einfach mal einen Augenblick rein. Und eine, die ist ja eigentlich mit in der Tanzgruppe, aber für uns ist sie jetzt extra mal so ein bisschen außen vor geblieben hier, das ist Jasmin. Jasmin, was sehen wir denn hier jetzt gerade dahinter? Was habt ihr euch dabei gedacht? Also wir sind davon ausgegangen, dass wir erstmal alle allein sind und dass wir uns dann treffen, also verschiedene Kulturen treffen sich dann in einem Punkt und das ist unser Konzept. Warum machst du denn überhaupt hier an diesem Projekt mit? Was ist das Spannende daran? Ja, das Spannende ist einfach, dass verschiedene Kulturen sich treffen und wir können uns austauschen. Und halt, ja, das macht mir einfach Spaß. Gibt es da Dinge, wo du jetzt schon sagen kannst, die habe ich daraus jetzt schon gelernt? Ja, also ich habe auf jeden Fall gelernt, wie man kommuniziert, ohne dass man die Sprache kann. Also beispielsweise, dass einige kein Englisch können. Wie geht das dann? Ja, mit Händen und Füßen, aber wir verstehen uns trotzdem. Das klappt und ja. Ihr habt alle gute Laune. Ja, das klappt und wir sind alle gut drauf. Super, Jasmin, vielen Dank. Ja, und dass die hier noch so gut drauf sind, das ist eigentlich fast schon ein kleines Wunder, denn das Wetter, das ist ja so richtig schlecht. Und wie die Performance hier im Zelt stattfindet, leben die Jugendlichen hier jetzt momentan auch 2 Wochen lang im Zeltlager. Und wie das aussieht, das haben wir uns eben mal angeguckt. Wir befinden uns jetzt im Badezimmer des Camps. Das hier, das ist der Außenwaschplatz. Ich muss ja ganz ehrlich sein, ich als Warmduscherin, für mich wäre das gar nichts, mich hier draußen fertig zu machen. Bei dem Wetter, es regnet gerade auch schon wieder ein bisschen. Aber die Jugendlichen, die haben sich das Ganze sogar tatsächlich selbst ausgedacht. Melissa zum Beispiel, die ist nämlich aus der Designgruppe. Melissa, was habt ihr euch dabei gedacht? Bei dem Wetter, ein Outdoor-Waschplatz, das geht doch gar nicht, oder? Ja, eigentlich war ja gutes Wetter geplant und dafür hat man uns dann gedacht, halt gemeinschaftlich zusammen fertig machen und so. Das wäre ganz schön. Leider hat es nicht so ganz funktioniert. Zeigst du mir einmal, wie war es denn gedacht? Wie funktioniert's? Also wir haben hier die Kübel. Damit können wir dann hinten an den Trinkwasserbrunnen etwas Wasser holen und dann hier Wasser, Zähne putzen, Gesicht waschen, schminken, fertig machen. Ist ja alles, Spiegel und so sind ja alles vorhanden. Aber du hast gerade schon gesagt, als Waschplatz nutzt ihr es nicht mehr wirklich. Wo wascht ihr euch jetzt? In den Containern, in den Duschcontainern sind noch ein paar Waschbecken, deswegen ist das alles halb so wild. Bist du denn noch gesund? Nicht so ganz. Was hast du? Eine leichte Erkältung. Ich wünsche dir gute Besserung. Dankeschön. Danke, Melissa. Es ist schon insgesamt eine sehr nasse Angelegenheit hier. Überall steht das Wasser, aber in den Zelten sieht es mir noch einigermaßen trocken aus. Und Bastian und Mohammed, die haben mir erlaubt, hier mal reinzukommen. Ich komme mal zwischen euch, Jungs. Ich glaube, ihr habt extra für uns aufgeräumt, ne? Ja. Aber ich habe eine Socke entdeckt. Was sagt ihr dazu? Ist das normal hier? So ein bisschen Chaos muss auch sein, oder? In so einer Männerwirtschaft. Ja, das ist so. Und die Socke ist nass, muss ich jetzt auch mal sagen. Habt ihr überhaupt noch trockene Klamotten? Ich habe trockene Klamotten, weil hier die Ecke wird nicht so nass, aber meine Freunde, die Sachen sind durchnässt. Nimmt das auch so ein bisschen den Spaß bei der Sache? Wie ist so die Laune, Bastian? Ja, also wenn die Sachen nass sind, dann hat man schon am Anfang so ein komisches Gefühl, aber später wird das schon. Und ja. Seid ihr denn noch gesund? Ja, also noch, aber viele wurden krank, viele mussten auch zum Arzt, aber geht eigentlich, wenn man auch. Ihr habt noch Lust. Ja, das haben wir. Das ist die Hauptsache, danke euch. Ich gehe jetzt mal die Socke trocknen. Ja, und ich glaube, man sieht das Ganze auch. Die Jungs und Mädels, die sind hier wirklich noch voll bei der Sache, trotz des schlechten Wetters. Und sie werden hier natürlich auch betreut. Es gibt eine künstlerische Leitung, es gibt Choreografen und es gibt auch eine Dame, die hat sich das Ganze hier ausgedacht. Christine Bargstedt. Frau Bargstedt, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Was ist der Hintergedanke dabei?
Ja, die Stiftung Mercator wollte zum 500. Geburtstag von Gerhard Mercator den Jugendlichen der Stadt Duisburg ein Geschenk machen. Und ja, wie geht das besser als mit den Mitteln der Kunst? Wir haben ein Projekt geschaffen, wo es um kulturelle Bildung geht, wo Jugendliche wirklich sehr konzentriert in 12 verschiedenen Bereichen mit internationalen Künstlern arbeiten. Wie erleben Sie die Jugendlichen jetzt hier? Ja, die wachsen unglaublich. Es ist wirklich wahnsinnig konzentriert, wahnsinnig ernsthaft. Sie sehen das hier. Ja, wir freuen uns sehr, dass das so funktioniert, dass es aufgeht. Ja, und freuen uns sehr, dass wir das Ganze vermischen können. Und ja. Frau Bergschön, herzlichen Dank. Ja, und das Endergebnis, das können Sie sich noch anschauen am Freitag. Ja, da gibt es hier nämlich die große Abschlussveranstaltung um 17 Uhr auf der Mühlenweide hier in Duisburg. Und es gibt noch ein paar wenige Restplätze. Sie haben also vielleicht noch die Chance, sich das Ganze mal richtig ausführlich noch anzusehen. Dankeschön, Jessica. Und schön Hände waschen jetzt nach der Nummer mit der Socke da gerade. Und wir kommen jetzt zu den Nachrichten für Duisburg und den Niederrhein.